Denn wir kommen zu unserem Spiel Nummer 5 und das heißt so. Das ist ein Riesenkicker. Und wir zeigen euch mal, wie ein solches Gerät aussieht. Oh Gott. Da wird es reingerollt. Habt ihr das gebaut? Das sieht schon beeindruckend aus. Vielen Dank fürs Aufbauen. Und ja, normalerweise stehen auf jeder Seite 11 Männer oder Frauen. Heute spiele ich ganz alleine an diesem Riesenkicker. Das ist ja Wahnsinn. Wer ein Tor kassiert, wirft bitte von der Mitte aus ein, fragt aber vorher den Gegner, fertig, ja, nein, ja, damit es gleiches Recht für alle gilt. Absichtliches Rollen, kennt ihr ja aus der Kneipe, das hier ist verboten. Und dürft unabsichtliches nicht. Rollen? Ist auch verboten. Achtet ja, aber wenn es unabsichtlich, wenn es mal schießt und schnell weiter bei muss, dir ist nichts sein, unabsichtlich, Stefan. Doch. Wer als erster von euch beiden drei Tore schießt, gewinnt dieses Spiel. Wäre jetzt absichtlich rollen, so wäre aber okay. Das ist schon angerollt. Angerollt ist schon nicht gerollt. Ja, okay, angerollt ist noch nicht gerollt. Aber ich guck drauf. Okay. Bernd, du gehst bitte auf die andere Seite. Du spielst mit Weiß, Stefan mit Schwarz. Ich werde den ersten Ball sozusagen anspielen. Und ab da, habe ich ja eben gerade erklärt, so, werft ihr bitte von der Seite an. Ihr könnt kurz eure Spiele einstellen. Es dauert eine Zeit lang. Ja, ist mit Laufen verbunden. So. Fertig? Moment. Ich wäre soweit. Gut. Du auch, Bernd? Jo. Spiel 5 heißt Riesenkicker und startet jetzt. So, dann wollen wir uns das mal anschauen, ob die beiden Jungs das häufiger in der Kneipe mal gespielt haben. Tor! Oh. Hast du das gesehen? Ja. Erster Treffer für Raab. Der veranstaltet hier schon wieder ein Spektakel. Das ist unglaublich. Hast du das gesehen? Ich habe das gesehen. Im Prinzip aus dem eigenen Strafraum. Der wäre ja da hinten. 1:0 für Stefan. Drei Tore. Ja. So, also gleich wieder in die Hälfte von Bernd. Relativ hektisch, was die beiden hier machen. Also den direkten Konter kann man sich eigentlich kaum fangen auf diese Strecke. Da bleibt der Ball irgendwo hängen an irgendeiner Figur. So, jetzt nähern wir uns dem Tor von Raab, aber der kommt mit der Antwort. Das kann übrigens eine lange Geschichte werden hier, weil das natürlich nicht ganz so einfach ist, wenn sich da viel im Mittelfeld abspielt. Die Geräusche kommen von Raab. Auf den Trick bin ich jetzt gespannt. Ja. Ja. Oh, fast das 2:0 für Raab. Das geht noch hinten los und dann aus der zweiten Reihe legt danach 2:0 Führung für Stefan Raab. Ein Tor noch. Also da hat er die Lücke, na, ob er so wirklich gesehen hat, ist ja wurscht, aber er hat sie erwischt. Und führt hier mit 2:0. Kann also jetzt riskieren. Was macht Bernd? Läuft einmal den ganzen Kicker ab. Erst fahren, Bernd. Stefan Bert. Jo. Oh! Und jetzt also ist Stefan da schon wieder in einer guten Position. So. Bernd muss irgendwann mal in die Hälfte von Raab, aber der schafft es immer wieder, den Ball in die Hälfte von Bernd zu buxieren. Also das sind interessante Aufnahmen hier aus der Vogelperspektive. Aber Raab ist nah dran am Erfolg hier beim Riesenkicker. Aber wollen wir mal gucken, nicht rollen, was Bernd hier für ein Beißer ist. Das wird ja noch ein ganz, ganz langer Abend, an dem es um 3,5 Millionen Euro für Bernd geht. Der kann als reicher Mann hier das Studio verlassen oder aber schafft es Raab, den Jackpot auf 4 Millionen zu stellen. Das ist sein großer Traum. Nein, sein großer Traum, da plaudere ich mal aus dem Nähkästchen, ist irgendwann einen Jackpot von 5 Millionen zu haben.
Wie gesagt, die Geräusche kommen alle von Raab, falls Sie sich wundern. Da, das sind spezielle Schlucktechniken, das sind Konzentrationsübungen. Stefan? Ja. Und jetzt geht's weiter. Los. Und schon wieder geht's in Richtung von Bernds Tor. So, jetzt geht's schon wieder in die andere Richtung. Also die beste Perspektive für uns hier ist eindeutig die von oben, Vogelperspektive, wo wir wirklich sehen, wo sich der Ball aufhält. Also ist natürlich eine Frage von Konzentration, dann ob man da eine gewisse Sicherheit hat, dass man häufiger mal an einem Kicker stand, klar. Und dann ordentlich mit Bums nach vorne, dass man den Ball vom eigenen Tor weghält, so wie das Raab bisher im Großen und Ganzen hier beim Riesenkicker gelingt. So, jetzt ist er wieder in etwa da, wo er sich hinbewegen möchte. Das war schon fast das 3:0, haben ein paar Zentimeter gefehlt. Wann hat Bernd seine erste Torchance hier am Kicker? Aber wir sind erst bei Spiel 5. Und jetzt schafft es Bernd zumindest, dass er da selbst nicht mehr in Gefahr kommt. Kaum Sakis rollt der Ball wieder in die Richtung seines Tores. Jetzt ist Raab wieder da vorne. Da will er natürlich blockieren, will den Ball vorne halten, gelingt aber nicht. Das ist natürlich viel schwieriger als an einem normalen Tischkicker. Überhaupt keine Frage. Oh Mann. Sollte es jetzt schon konditionelle Probleme bei Raab geben, dann kann das noch die große Wende geben hier. Aber Bernd wirkt nicht so geschickt an diesem Kickertisch. Ein bisschen hibbelig wird Raab jetzt. Ein bisschen hibbelig wird er. Und da ist das Tor, der Anschluss. 1:2 aus Sicht von Bernd. Und wenn er jetzt ruhig und geduldig bleibt, dann kann er das Ding hier drehen. Denn bei Raab merkt man schon, den legt er sich selbst rein. Also an die Hacken des Keepers prallt das Ding. Bei Raab merkt man schon, da er jetzt schon wieder ordentlich pustet und schnauft, dann wird er hektisch, dann wird er unkonzentriert. Und dann hat Bernd hier die Chance. Okay, Stefan, du machst. Ich gebe an. Bereit, Frank, genau. ganz normal Frage einrollen. Bernd, ganz normal ist? Einrollen. Nicht, dass er da schon wieder mit irgendwelchen Mätzchen. Nee, er lässt ihn normal einrollen. Wer zuerst 3 Tore hat, gewinnt den Riesenkicker. Gewinnt Bernd heute Abend, ist er 3,5-facher Millionär. Aber das ist ein langer Weg zu gehen. Ja, aber es gelingt ihm besser, Raab jetzt von der eigenen Kiste fernzuhalten. Das ist schon mal der erste Schritt. Und wie gesagt, jetzt allerdings. Er hat schon reingeguckt. Jetzt muss er wieder vorne blocken, Raab. Man kann nicht von einem akustischen Genuss sprechen bei Raab. So, weiter aber geht's, das nicht ist verzögern. Eben sein Ehrgeiz. Stefan, so, weiter. Er versucht jetzt, sich da die Spieler, die Figuren zurechtzustellen, um da die Lücke zu finden. Das war gar nicht schlecht. Yes! Und da ist es. 3:1, Raab gewinnt. Yes! Sag einmal, kommt beide mit her. Ja! Guck mal, wer sich da freut. Das darf man eigentlich gar keinem erzählen. Gibt's das so? Ja, haben wir selbst zusammengebaut. Hä? Steht in jedem deutschen Wohnzimmer. Man darf das eigentlich gar keinem erzählen, dass man so verschwitzt und aus der Puste vom Riesenkicker nach Hause kommt. Ne? Ich bin immer mit meinem T-Shirt an den Dingern hängen geblieben, wenn ich nach vorne oder nach hinten gegangen bin. Aber du hast gewonnen. Ja. 3:1 und wir schauen uns mal den Punktestand an. Stefan geht mit 11:4 in Führung.